Wir sind hier in Italien und wir drehen den vierten Otello-Spot für Otello mit Günther Netzer für alle, die alles wollen. Ganz tolle Locations haben wir da ausgewählt, insbesondere der Dreh im Club, wo richtig Atmosphäre rüberkommt und wo vor allen Dingen Netzer und sein Team perfekt inszeniert wurden. Wir drehen einen neuen Spot, der unter dem Motto steht, Stil und Qualität. Das ist etwas, was mir sehr liegt, so etwas. Ich habe in meinem Leben versucht, im Stil zu leben, wenn es möglich war. Selbstverständlich muss ich auch mal die Ellbogen gebrauchen, sonst wäre ich sicherlich nicht ein erfolgreicher Fußballer gewesen. Alle die, die alles wollen, nehmen eigentlich alles mit. Also die wollen wirklich alles vom Leben haben. Und genauso soll der Film sein. Es soll also sein wie ein Sog. Es soll dynamisch sein, es soll einen mitreißen, das Leben von Netzer. Und theoretisch ist es ja ein Porträt von ihm. So wie er früher war und so wie er heute noch immer ist. Ich glaube, das bringt die Marke Otello noch mal einen ganzen Schritt nach vorne. Und das ist ja das auch, was wir brauchen. Ja? Wir müssen auffallen, da müssen wir einfach mit starken Bildern und mit starken Botschaften arbeiten. Der Film probiert eben auch ein bisschen mit so einem dokumentarischen, realen Ansatz halt irgendwie ein bisschen dem Zuschauer das Gefühl zu geben, wir sind eigentlich so ziemlich live-ig dabei bei dem, was Günther Netzer den ganzen Tag so treibt und was er erlebt. Otello wird mit dem Spot erwachsen und Otello bringt ja richtig Rückenwind rein für die Marke, für unsere nächsten Ziele, die wir haben, für alle, die alles wollen. Aber nur für 19,99 € mit der Otello Online-App. Es ist angelehnt an viele Episoden der Vergangenheit. Das ist wirklich etwas, was sehr, sehr gut rüberkommt. Ich liebe Schwarz-Weiß-Filme. Das ist nach wie vor etwas Wunderschönes. Zeigen Günther Netzer in seinem Lebensumfeld und lösen dann auf als ironischen Bruch. Der Günther! Der fährt da weg! Günther! Egal, dann machen wir weiter ohne ihn. Wir haben noch den Igor und die Eva und wir haben noch eine sehr hübsche andere Dame. Ich bin seit einigen Jahren bei Otello unter Vertrag. Das ist eine Zusammenarbeit, die mir extrem viel Spaß macht. Es ist klar, dass ich jetzt vor Ihrer Kamera das sage, würde ich aber trotzdem nicht tun. Ich würde es mir verkneifen, falsche Komplimente zu machen. Dafür stehe ich auch gar nicht. Das kann ich gar nicht. In meinem späteren Leben war es so, dass ich mich bemüht habe, Stil und Qualität sehr hoch anzusiedeln. Das ist ein Teil meines Lebens.